Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemmeier, Therapeut und Beziehungscoach in Hamburg, in der Nähe von München und in Berlin. Kann auch wieder einen oder anderen Live-Termin machen, obwohl ich gerade ersaufe in Arbeit mit Soul Matching, dieser Dating-App-Geschichte und mit meinem neuen Buch. Aber gut, irgendwann wird es ja mal laufen. Und macht dann noch mehr zu. Aber grundsätzlich gibt es in der nächsten Woche oder ab heute auch schon einen neuen Code. Wir räumen die Kurslager. wenn du mal einen Kurs nicht kennst, einmal die Gelegenheit einzusteigen mit dem Code FREI24. Bekommst du 24%, wer hätte das gedacht. Auf alle meine Angebote sind auch Kurse dabei, die es sonst nicht gibt. Libysche Pro, Notfallpaket gibt es gerade wieder und so weiter. Muss man sich auch mal durchklicken auf Seite 2 vielleicht. Also alles auf libysche.de. Ja, heute sehr cooles Thema. Die 4 Attraktivitätsebenen wurde viel nachgefragt, weil ich in einem Video gesagt hatte, beim Dating der falsch programmierte Libyship schlägt alles. Und ja, ich wollte gerne mal so 4 Attraktivitätsebenen mal auslegen. Das ist natürlich ein bisschen künstlich, da so zu trennen, weil die arbeiten natürlich ineinander. Und vor allen Dingen, wenn man jemand hat, der einen auf allen 4 Ebenen begegnet, dann ist man echt ziemlich lost, wenn man einen falsch programmierten Liebeschip hat. Aber ja, ich dachte, wir gehen das einfach mal an. Und ich mache die mal so in absteigender Wichtigkeit. Ich sage auch mal, wo ich denke, wo das für Frauen und Männer vielleicht unterschiedlich ist. Und wie gesagt, ich habe die Welt nicht so gemacht. Wem das nicht gefällt, dem gefällt es nicht so. Man kann auch eine andere Meinung dazu haben. Und das ist so, wie es sich mir darstellt. Weil wir können uns natürlich die Welt schönreden, dass, weiß ich nicht, alle nur gemocht werden, weil sie so einen super netten Charakter haben. Wobei viele Menschen, die meinen, sie hätten so einen super netten Charakter, haben den vielleicht gar nicht. Bei Dark bringt es übrigens auch echt mal in meinen neuen Bindungsängsterkurs reinzugehen, glaube ich. Ich habe so von so vielen Aha-Momenten gelesen. Fand ich richtig spannend. Also lohnt sich vielleicht auch mal jetzt bei der Aktion. Aber gut, was ist die erste und vielleicht wichtigste Attraktivitätsebene? Das ist die Wundenanziehung. Ne? Also wenn du Thema hast mit mangelnder Selbstliebe, mit Einsamkeit, zurückgewiesen werden, Kälte, ja, dann haben ja schon früher die Psychoanalytiker gesagt, Wiederholungszwang finde ich, ja, ist ein altmodisches Wort, aber dann ziehst du halt Menschen an, die ähnliche Themen aufrühren in dir. Also wenn du einen super kalten Vater hast, dann findest du vielleicht einen super kalten Mann interessant. Der ist natürlich am Anfang ist in der Regel natürlich nicht kalt, logisch, sonst wird man ja gar nicht erst anbeißen irgendwie so. Und findest irgendwie spannend und kommst dann nicht weg, weil du ihn so unbewusst retten willst oder die Situation retten will. Also ich will jetzt nicht alles wieder ausführen. Jetzt habe ich in 887 Videos ausgeführt. Guckt einfach mal durch, wenn ihr neu seid. Findest du das halt interessant und hängst dann da fest, weil letztlich, glaube ich, ist auch eine gute Absicht, weil man letztlich durch diese toxischen Beziehungen, die es dann vielleicht gibt, was heilen will in sich oder weiterkommen will oder eine Sache nochmal angucken will, die vorher nicht angeguckt worden ist und so weiter und so weiter. Das kann durchaus zu völlig absurden Sachen führen, dass du dich vielleicht in Menschen verliebst, wo jetzt ohne irgendeine Wertung, aber wo alle deine Freunde sagen, wie konnte das passieren? Weiß ich nicht, weil du findest ihn mega attraktiv, aber er hat vielleicht keine Zähne. Also wie gesagt, das ist jetzt keine Wertung, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Er hat vielleicht keine Zähne und kein dies und kein das und nimmt Drogen oder ich weiß nicht was, alles. Wie gesagt, auch die Menschen sollen natürlich gerne eine Beziehung haben, aber lassen wir das mal alles außen vor. Wo auf jeden Fall alle sagen würden, dass dein Beuteschema ist doch so und so, wie kann das passieren? Weil man diesen Menschen dann und unter dem Einfluss dieses Liebeschips auch wirklich attraktiv findet. Das kann wirklich völlig absurde Ausmaße angehen. Und grundsätzlich finde ich es natürlich gut. Ich glaube, der Weg geht auch dahin, dass man,
dass wir da freier werden, Menschen zu lieben, wie wir wollen und über Altersgrenzen und alle Grenzen hinweg. Aber gut, das wäre ein anderes Video, ist jetzt mal, jetzt vielleicht mal nicht so wichtig. Also wo also wirklich alle sagen würden, wie kann das sein, auch man selber auch, wenn man da raus ist und dieser Sucht, dieser Liebessuchtbann gebrochen ist, wo man auch selber sagt, das gibt's doch gar nicht, das ist eigentlich für mich kein attraktiver Mensch und wie kann das sein, so, ne? Das ist, ja, also, ja, also das, jetzt ist es natürlich so, klar, also du könntest theoretisch eine Wunde, wenn du bist ein 20-jähriger junger Mann, du könntest jetzt theoretisch eine Wundenanziehung haben zu einer 80-jährigen alten Frau oder so, gut, das ist meine, klar, das wird sich dann wahrscheinlich anders ausspielen, nicht im Beziehungsrahmen, also ist jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt sage, der Liebeschip schlägt alles, das natürlich, wenn jetzt alles andere da komplett dagegen spricht, ja, dann spielt sich das vielleicht anders aus. Also das ist häufig so richtig, Toxik tritt eigentlich immer erst auf, wenn da mehrere Faktoren auch zusammenkommen. Aber wie gesagt, also meiner Ansicht nach, so von der Wichtigkeit her, schlägt es alles. Also wenn man unaufgelöste Themen hat, das fällt einem einfach immer wieder auf die Füße irgendwie, ne? Und ja, und wer von uns hat nicht unaufgelöste Themen, mal ehrlich, ne? Ja, da kam noch eine Frage, ja, ist es denn nicht so, dass wenn man so gesund ist oder gut in der Selbstliebe ist, dass das nicht auch total attraktiv ist? Ja, ist aber nur attraktiv, wenn man selber seine Themen aufgearbeitet hat, das ist so ein bisschen, da kommen wir auch schon auf zur zweiten Attraktivitätsebene, das ist aus meiner Sicht die Polarität, ne? Und Polarität ist weder für die Frau noch für den Mann irgendwas Schwaches, das ist was total Starkes, auch eine Frau in ihrer Polarität ist voll in ihrer Kraft, ist voll in ihrer Selbstliebe, ist klar, es unterscheidet sich von der Polarität des Mannes. Nochmal, bevor wir da alle einen Herzinfarkt zusammenwerfen, Zusammenbruch kriegen, ja, auch ein Mann kann seiner weiblichen Polarität, sondern eine Frau in ihrer männlichen und guckt euch meine Videos dazu an, ich kann es nicht immer wieder sagen. Aber gut, lassen wir es auch mal außen vor, sonst wird das Video wieder 35 Minuten lang. Ja, das ist, also das schlägt wiederum alles darunter irgendwie so. Ne? Also ein Mann kann noch so nett sein, wenn der einfach eine Lusche ist irgendwie irgendwo im Leben und auch das keinerlei Wertung oder Gehirn gewaschen ist von diesem ganzen Gender-Mainstream und ich weiß nicht was, ja, kriegt er kein Bein an die Erde oder wird von einer sehr dominanten Frau komplett auseinandergenommen irgendwie so, ne? Also, wie gesagt, kann einem nicht gefallen, kann einem doch gefallen, ich habe das nicht gemacht, so, aber auch für Frauen heißt Polarität nichts Schwaches. Eine Frau in ihrer Polarität ist auch voll in ihrer Selbstliebe. Es fühlt sich voll wohl in ihrem Körper, in ihrem Sein. Und da trifft das, wenn man auf der Ebene, wenn man sozusagen diese Wundenanziehung so einigermaßen im Griff hat, dann wirkt tatsächlich diese nächste Ebene und findet man dann auch Menschen attraktiv, die sehr in ihrer Polarität sind. So, wenn du jetzt natürlich auf jemanden, was glaube ich bei ganz vielen ist, auf jemanden triffst, der deine Wunde bedient und in seiner Polarität ist, wo wir zum Beispiel bei Bad Guys sind, ja, dann wird's kritisch. Dann wird's echt kritisch. So, nächste Attraktivitätsebene, ja, ist die körperliche Attraktivität. So, da das kann man es natürlich manchmal schwer zu trennen von der Polarität. So, also das spielt da schon irgendwo rein. Also es ist sowieso ein bisschen künstlich, die Trennung, aber naja. Aber bei Frauen kann man, glaube ich, sehr klar sagen, klar, das ist natürlich jetzt jeder anders, ne? Aber so jetzt über einen Kamm geschoren kann man bei Frauen, glaube ich, sagen, dass sie Souveränität, Selbstbewusstsein tendenziell wichtiger finden als Aussehen. Natürlich gibt es da Grenzen, wenn, weiß ich nicht, ein Mann 287 Kilo wiegt und, keine Ahnung, nichts macht für sich und ja, das stört es einem vielleicht doch, auch wenn er sehr, sehr in seiner Polarität ist. Aber ich, also was ich so beobachte in der Welt, ist, dass Polarität schlägt. Also wenn wir jetzt mal den Wundenchip oben außen vor lassen, schlägt Polarität wiederum alles darunter, ne, für eine Frau. Also das ist ja,
Und ich habe das in X-Paar, also es ist auch nicht nur in toxischen Beziehungen, ich habe das, also das war ein X-Paar-Therapien-Thema, dass die Frau sagt, Himmel, kannst du dich nicht mal wie ein Mann benehmen? Wurde natürlich nicht so gesagt, aber kannst du nicht mal hier mal ein bisschen da mal sagen, was du willst oder mal Nein sagen oder kannst du mal was in die Hand nehmen und durchziehen? Und das habe ich wirklich so oft gehört. Also wer meint, dass das keine Rolle spielt, an dem geht das Leben komplett vorbei. Wirklich, ohne Scheiß. Für Männer ist Aussehen, könnte man jetzt auch, werde ich vielleicht auch mal machen, ist jetzt auch wenig überraschend, könnte man vielleicht evolutionsbiologisch sich angucken, kann man auch lassen, aber über den Kamm geschoren ist für Männer vielleicht Aussehen ein bisschen wichtiger, vielleicht würde sagen, viele Männer lassen so die weibliche Polarität fälschlicherweise, wo sie so wichtig ist, weil Männer werden auch nicht glücklich mit einer Frau, die super aussieht, aber nicht in ihrer in einer entgegengesetzten Polarität ist, sage ich jetzt mal so. Aber für viele Männer ist Aussehen super wichtig und dann ist es auch so. Es, wie gesagt, kann man jetzt sagen, wie kann das sein? Aber es ist so und da muss man auch drauf Rücksicht nehmen irgendwie, ne? Und kommen vielleicht die Attribute einer weiblichen Polarität, kommen vielleicht einen Platz dahinter, mehr so für Männer, würde ich sagen. Obwohl, aber gut, das auch sei an dieser Stelle auch mal gesagt, ihr könnt natürlich alles beeinflussen durch eure Bewusstheit. Wenn ihr mit Bewusstheit durchdringt diese vier Bereiche, die ich jetzt hier anspreche, könnt ihr natürlich einen Bereich sagen, so in Zukunft möchte ich gerne, dass das und das für mich wichtiger ist. Oder ich möchte gerne diese Wundenanziehung endlich mal überwinden. Oder ich möchte als Mann, könnte man zum Beispiel sagen, ich möchte mehr auf Polarität gucken als, keine Ahnung, auf vielleicht zu tussihaftes Aussehen, was ich vielleicht immer gedacht habe, was irgendwie so wichtig ist. Ja, natürlich, da kann man, sollte man auch sich überlegen, was finde ich da jetzt gut irgendwie. Vierter Punkt, ist leider das Unwichtigste, ist, glaube ich, sowas wie nette Charakterzüge. Und das ist ja auch, was man auch erstmal nicht sieht. Und vor allen Dingen denkt man ja bei vielen Menschen, wenn man so gelovebombt wird, vielleicht, dass sie nett sind und sind dann gar nicht so gar nicht nett. Ja, das ist hängt natürlich, also das ist natürlich jetzt ein Thema Kompatibilität, das ist, denke ich, wenn man länger als 200 Tage eine Beziehung haben will, wird dieser Punkt natürlich immer wichtiger. Also ich rede jetzt wirklich von Leuten kennenlernen, von Pickup und Dating. Pickup jetzt wiederum, meine jetzt nicht nur dieses auf der Straße ansprechen, sondern jeder muss durch eine Pickup-Phase durch, der eine Beziehung will. In einer langen Beziehung gilt natürlich, also werden die Karten nochmal neu gemischt, wobei Polarität immer noch super wichtig ist, aber sicherlich wird ich glaube, also wenn man länger mit Menschen zusammen ist, findet man die, glaube ich, attraktiv, schön auch. Und aber dieses Thema, ja, hat er sozusagen einen verträglichen Charakter, dieser Mensch. Es wird natürlich immer wichtiger. Beim Dating spielt es leider wenig eine Rolle, weil man es natürlich auch am besten faken kann und weil, das ist mir auch neulich wieder aufgefallen in so einem Stream, dass weil viele Leute einfach kleine Grenzverletzungen, Attacken, Kritik einfach drüber weggegangen wird, weil man vielleicht unbedingt in eine Beziehung kommen will oder weil man sich das schönreden will. Und diese frühen Zeichen, dass jemand vielleicht doch ganz schön im Ego ist und austeilt, weil man das einfach nicht sehen will, ne? Wenn man, ja. Genau, ich hoffe, das hat das ein bisschen geklärt. Kommt mal vorbei. Hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt mit Freitags live auf YouTube und Mittwoch und Sonntag auf Twitch und wahrscheinlich noch viel mehr auf Twitch demnächst, weil wir wollen ja uns mal Love Island angucken. Ja, für die Freundin des gepflegten Trashes. So, ja. In diesem Sinne, also auf jeden Fall bin ich da morgen Abend schon mal und heute Abend auf Twitch. Und nächste Woche, weiß den Namen jetzt gerade nicht, aber rede ich mit einer Scheidungsanwältin auf Twitch. Das ist dann am 14. Und hör mir mal an, wie sie so Toxic erlebt. Finde ich, glaube ich, super spannend. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.